Willkommen zum Mittwochsupdate vom 17.10.2018. Ja, der Pferdemarkt hat am Westkap Fischerdorf eröffnet. Dort könnt ihr nun Eddie und Ferdinand helfen und natürlich auch Pferde kaufen. Ja, dann gibt es jetzt eine neue Funktion für die Waschbox. Wir können dort unser Pferd waschen und das probieren wir dann gleich mal aus mit unserer Snow Angel. Und es gibt neue Fjordis. Drei Stück sind angekommen. Eins steht in Fort Pinta, zwei in Veldale. Sie kosten 850 Starcoins ab Level 6 zu kaufen. Abgesehen von dem, der momentan in Veldale steht, den kann man ab Level 1 kaufen. Und man braucht keinen Ruf. Was ich persönlich schon etwas schade finde, weil ich doch, um Snow Angel zu bekommen, ein bisschen Ruf sammeln durfte bei den Kaltern, wie so viele andere auch für diese Fjordis. Und jeder, der die Quest gemacht hat, weiß, dass die Kalter ziemlich an ihren Fjordis hängen und dass man sie jetzt einfach so kaufen kann, dass sie in Veldale stehen. Ja, persönlich weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Andererseits natürlich schön für jeden, der das Fjordi kaufen kann, der es sonst noch nicht gekonnt hätte, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie geht da was verloren. So, achso, vielleicht sollten wir den Sattel und die Satteldecke nicht mitwaschen. Ach komm, Trense nehmen wir auch ab. So, versuchen wir es mal. Wir sollen hier einfach reingehen können und auf den Schlauch klicken und dann. Jo. Können wir da irgendwie. Achso, sie hält nur drauf. Okay, dann schäumt sie ein. Und dann Bürsten. Aha. Und die andere. Ah, und hier können wir auch nochmal waschen, seifen und dann eigentlich nochmal abwaschen. Das soll dann auch sozusagen das Bürsten der täglichen Pferdepflege ersetzen. Da meine Pferde alle schon versorgt sind, hat das jetzt natürlich keinen Effekt. Hä? Die Sachen sind noch hier, aber sie werden bei ihr trotzdem angezeigt. Also hundertprozentig ist das noch nicht. Ich ziehe die Sachen jetzt trotzdem mal an, aber ne? Trotzdem eine ganz schöne Funktion, dass diese Box jetzt endlich einen Sinn hat. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg, die Fjordis anzusehen. Zuerst nach Fort Pinta. Aber solange ich auf dem Weg dahin bin, würde ich sagen, schauen wir uns nochmal den Teaser an. Also, bis gleich! Ja, irgendwie schade. Das macht irgendwie die ganze Story da mit den Kaltern kaputt. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. So, dann haben wir hier den braunen Falben. So wie Star Stabbing genannt hat. Finde ich süß. Huch. Kannst du jetzt nicht rückwärts gehen, meine Kleine? Finde ich auf jeden Fall süß. Was mir an diesen Fjordis nicht gefällt, ist der Schweif. Also wenn wir hier mal gucken, bei Snow Angel, da sieht man den Aalstrich ganz gut, wie der sich fortsetzt. Und ja, an den Seiten, ja, da sind auch ein paar dunkle Strähnchen mit drin. Aber man sieht schon, dass es der Aalstrich ist, der hauptsächlich da oben beginnt am Schweifansatz und bis nach unten hin sich hinzieht.
Und klar, unten ist er dunkler. Ist aber bei den echten Fjordis, soweit ich das jetzt weiß, auch so. Joa. Das ist auch kein richtiges Schwarz da im Schweif, ne? Es ist braun. Und was ich ein bisschen merkwürdig finde, diese weißen Stellen an den Beinen, ich weiß, also diese Streifen, die weiß ich, das gibt es. Diese weißen Stellen bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Ist auch schade, dass das eher braun ist und nicht richtig schön dunkel schwarz am Schweif. Na gut. So, dann. Das Fjordi kommt mit einer Stärke von plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer plus 0, Agilität plus 1. Kältebeständig ist es, kostet 850 Starcoins. Dieses Exemplar ist jetzt ab Level 1 zu kaufen momentan und ja, die Rassebeschreibung. Nur wenige Rassen sind so unverkennbar und beliebt wie das unerschütterliche und kühne norwegische Fjordpferd. Bei diesem Pferd vereinen sich die Muskulatur eines Zugpferdes mit der für kleine Rassen typischen Gewandtheit zu einer Silhouette, die einem bereits aus prähistorischen Höhlenmalereien bekannt ist und das Fjordpferd zu einem meiner wahren Ikone in der Pferdewelt macht. Das Fjordpferd zählt zu den ältesten Pferderassen der Welt. Funde in Wikingergräbern deuten darauf hin, dass das Fjordpferd und dessen nächsten Verwandten schon seit über 2000 Jahren gezähmt und selektiv gezüchtet werden. Heute besitzen alle Fjordpferde das Falbverdünnungsgen, und präsentieren sich in den drei Fellfarben Braun, Schwarz und Kastanienbraun. Eine kleine Zahl zeigt den Einfluss des Cream-Gens, wobei die seltene Variation des Kvitt, norwegisch für Weiß, ist, dass eine doppelte Cream-Verdünnung aufweist. Oh Gott. Am auffälligsten sind die markanten primitiven Markierungen der Pferde, ein dunkler Aalstrich in der Mähne und auf dem Schweif sowie Streifen an den Beinen und dem Widerrist. Ja, sehr gut. Den letzten Absatz, das mit den Vererbungen und Genen und sowas, da habe ich leider überhaupt keine Ahnung von. Also, wir nehmen das jetzt mal so hin. Oh, da ist auch schon ein anderer. Oh, der ist ja schick. Hat auch ein. Coole Ausrüstung dazu. Passt richtig gut. Wir sollten vielleicht auch mal winken. Noch, der ist ja süß. Wie heißt es denn? Ghostblood. Richtig hübsch. Ja, ich würde sagen, das gute Kerlchen wird in Welldale stehen. Wir schauen da mal hin. Die beiden sind ja auch die, die wir schon im Trailer gesehen haben. Oder im Teaser, besser gesagt. Und, ja. Dann kommt ja noch der Palomino-Falbe, wurde es von Star Stable genannt. Wie gesagt, da was diese Farbenbenennung angeht, bin ich überhaupt kein Experte. Ich nehme das immer mal so hin. So. Und da ist ja auch schon der gute. Genau, den haben wir eben gerade gesehen. Und der war ja auch letztes Mal in der Star Stable Show schon zu sehen. Und auch vom Körperbau. Ich finde schon. Ja, so ein bisschen plüschig ist er ja noch. Hat auch schicke Abzeichen an den Beinen. Süß. Einfach nur süß. Ja, ich finde sie einfach toll. Sehr gut gelungen. Gesicht ist auf jeden Fall auch super süß. Dann haben wir hier den Palomino-Falben. Für mich persönlich, ich glaube, da fehlt mir ein bisschen der Kontrast. Hat zwar auch diesen Aalstrich, aber sehr, sehr hell. Na gut, ist Palomino, ne? Ja. Hat hinten ein kleines weißes Abzeichen und ich glaube, hier vorne ist es auch so hell. Zählt das auch dann schon als Abzeichen? Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall hinten links ist der Huf farbtechnisch so wie der Körper. Die Farbe ist auch cool, definitiv. Ich weiß nicht, vielleicht wenn er Ausrüstung drauf hat.
Aber ja, ich habe mich diesmal auch gespoilert, weil ich habe schon so ewig lange auf das Remake der Fjordis gewartet und auf die Tinker warte ich auch immer noch. Und da kommt auf jeden Fall noch eins. Das soll einziehen, definitiv. Und deswegen überlege, ob eins von den dreien, die jetzt da sind, einziehen wird. Eins, was später kommt, auf jeden Fall. Also wenn es genauso rüberkommt im Spiel wie dort, als ich es gesehen habe, dann definitiv. Und bei einem anderen überlege ich. Und bei denen hier, die sind auch mega putzig. Ich muss ja sowieso erst nochmal meinen Rockstar ausleveln. Bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. Und ja, aber süß sind sie auf jeden Fall alle. Was sagt ihr zu den neuen Fjordis? Was sagt ihr denn dazu, dass man jetzt keinen Ruf mehr braucht? Dass man sie hier in Veldale kaufen kann? Ich denke mal, das aus Fort Pinter könnte dann eventuell ja auch nach Veldale hochziehen. Hier, also Platz ist ja hier genug. Also vom Prinzip her momentan haben sie ja mit den Kaltern nicht mehr wirklich was zu tun. Ich hoffe, dass das storymäßig bald was weitergeht. Ja, ich finde es ein bisschen schade. Das muss ich schon sagen. Na gut, ja, dann war's das für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.